Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Sim Airport mit Fabian LP. Ja, da ruckelt schon wieder ein ab, weil die hier gerade am Bauen waren. Und ich baue hier mal den Gang weiter. So. Denn wir können hier das nächste Gate anschließen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich schon Flüge für morgen annehmen soll. Das ist so die Frage, ob wir das so hinkriegen. Weil wir bräuchten da schon noch ein bisschen Zeit, bis da alles passt. Gut, ein bisschen Zeit zum Überlegen habe ich noch. Auf jeden Fall, hier kommt mal der Gang hin. Und dann machen wir schon mal Fußboden rein. Hier. Gerade sind sehr viele große Flieger da. Ne, das ist falsch, sorry. So, hätte ich das gerne gehabt. Ja, wie ihr seht, der ist groß. 470. Oh, der ist schon zu spät. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist gar nicht gut. Oh, der ist groß. Ja, der ist erst am Ausladen. Ja. Wie kann der denn zu spät sein? Galactic Point A380. Das ist der. 16 bis 1930, ja. Okay, dann können wir noch ein bisschen... Wir können ihn auch gerade runterschieben hier. Damit er auf jeden Fall morgen keine Probleme mehr hat. So. Dann hätte ich aber doch gesagt, wir nehmen ein paar Flüge an. Und zwar als erstes wieder von unserer Super-Allianz, die Boeing 777. Die hat hier noch Platz. So, jeder Flieger wird länger. Das ist sehr toll. Gut. Super Allianz haben wir alles angenommen. Hier alles. Das sind die mit dem meisten Cash. Jetzt Galactic Point. Wir können mindestens einen für den Morgen. Und Afternoon können wir auch, oder? Einen kleineren, eher. Dann nehmen wir eher mal so morgen. Den mache ich dann mal so hier hin. Damit er jetzt morgen nicht zu früh kommt. Oder nehmen wir noch einen zweiten für morgen an. Der hier. Der dann hier drüber geht. So. Und jetzt noch einen kleinen. Und da müssen wir, glaube ich, bei einer anderen Airline schauen. Da haben wir keine Flüge zum Beispiel. 180, Boeing 707. Hat er nicht mehr im Angebot? Was hat der so? Oh, das ist auch ein großer Airline. Was habe ich gesucht? Afternoon, genau. 707, komm. Die. Das ist kein große. Überhaupt nicht, nee. Der muss halt hier starten, sonst geht's nicht. Na gut, passt schon zusammen. Da oben haben wir ein Loch auf A3. Schiebt das eine ausgefallen. Lassen wir aber erstmal so. Gut. Weiter geht's. Jetzt haben wir was zu tun, denn morgen kommen hier schon die Flieger. Muss man hier alles selbst machen. So, das reißen wir mal ab. Dazu können wir aber hier noch bauen. So. Das lasse ich mal noch bestehen. Dann haben wir hier ja eine neue Ordnung. Jetzt hier. Boah, der Abfall überall. Schockt mich gerade hier. So, ich mache zuerst mal die Schlange. Kommt dann von hier aus. So. Und hier kommt noch ein Zweier. Sitzbank hin. Dann kommen hier zwei Mülleimer. Es sind auch viele Leute, also ich verstehe es.
Dann Electronics Vending, so, und einen Mülleimer, so. Ah ne, andersrum. So, gut. Dann kommt hier. Das war dann hier, oder? Kommt die Türe. Ja. Und natürlich gleich nach der Tür die Wand. So. Können wir hier durchziehen. Gut. Und jetzt stelle ich doch mal die Zeit ein bisschen hoch. Ebenfalls kommt hier eine Wand. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass ich hier schnell den platziere, nämlich hier. So. Hier machen wir jetzt auch zwei Mülleimer. Ja, die sind eh überflutet. Ah, da habe ich es auch schon so gemacht, ja. Und jetzt kämen wir noch zu der Warteschlange, die trotzdem hier beginnt. So. Der kommt noch hier rein. Dann brauche ich noch ein paar Sitze, nämlich hier. So, ein Mülleimer hier hinten. Und hier ganz ehrlich auch noch ein Mülleimer. So. Da machen wir First Class. So. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht haben könnte. Muss mal schnell schauen. Ob es tatsächlich falsch ist. Nee, der beide. Der hat nur einen, das stimmt aber soweit. Das muss so sein. Ja, eigentlich stimmt alles. Den habe ich schon mal in der Pause hier angeschlossen. Und hier wollen wir dann noch ein weiteres Depot bauen. Diesmal das große natürlich. So, theoretischerweise ist hier schon Abfall drin. Sehr toll. Da bauen wir einmal zu. Und was ist mit den Müllleuten? Haben die hier hinten keinen Platz mehr? Der Weg ist einfach so weit geworden, glaube ich. Ich mache aber mal die Zone größer. So. Es kann ja sein, dass es platzbedingt ist, das Problem. Ich stelle aber noch ein paar ein. So. Der sieht ja wirklich nicht mehr schön aus. Schau mal hier. Die Zahl ist gesunken, Alter. Die ist aber wirklich gesunken. Gut, jetzt kam hier wieder ein Kaffeekiosk. Und natürlich einen normalen Boden hier. Ah, toll. Jetzt kann ich den Kiosk nicht bauen. Schön. Das war jetzt eine tolle Überlegung, aber wirklich... Ah, und habe ich genug Leute? Das ist noch die andere Frage hier. Alles besetzt. Ja, alles besetzt. So, jetzt sind sie endlich gekommen hier. Also, ein Kaffeekiosk. Dahin. Gut. Eine Wand raus, so. Und hier kommt dann selbstverständlich wieder das Klo hin. Das Mini-Klo. Diesmal brauchen wir hier Mail. Das ist Mail, gut. So, und wie habe ich das Ganze designt? Sollte schon ein bisschen gleich aussehen. So, okay, kann ich mir vielleicht merken. Vielleicht. So. Sollte ja nicht so schwer sein. Also auf jeden Fall. Das kommt so. Ich
kann ja nur bauen, was bisher schon gut ist hier. Die sind sehr happy bereit hier. So. Oh, und die Tür. Natürlich fehlt hier die Tür. Nicht, dass hier jeder reinsieht. Und dann ist es eigentlich schon bereit. Ich stelle trotzdem noch ein paar Leute ein. Vorsichtshalber. Und wir haben hier heute 4 Flüge. Da auch 4. Da auch 4. Da haben wir sogar 5. Oder haben wir 4? Aber hier sind nicht so die ganz großen, glaube ich. Okay. Und jetzt strömen natürlich noch mehr Leute hier hin. Sieht aber noch eigentlich recht entspannt aus hier vorne. Wir haben erst ein Problem. Diesen Platz hat die eigentlich 90, glaube ich. Wir haben erst ein Problem, wenn es eben der Flieger ist da und die Leute stehen noch hier draußen. Dann haben wir ein Problem. Vorher eigentlich nicht. Und ich wollte hier noch Mülleimer platzieren, genau. Schön erinnert mich jeder daran. Hier. So, denn hier war so eine Müllecke. Wir können ja sowieso hier mal so, da mal eine, da. So. Dass es eventuell ein bisschen besser wird mal. Gut. Und die Information sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen besser gestalten. Das aktuelle Problem ist einfach, ich weiß nicht, was ich hier genau wie mache. Das kann ich euch noch nicht sagen und deshalb möchte ich jetzt hier nicht groß was ausbauen, was ich gleich wieder abreiße. Aber der erste Flieger kommt auch hier noch an. 19 Minuten zu früh. Und die Leute stehen vor der Bar, natürlich. Na gut, sollen sie halt. Aber der Weg natürlich von der Bar da vorne bis nach da hinten wird je länger, je klein, also je länger. So besser. Sie würden besser an diese Bar gehen. Die wäre viel näher. Sie haben aber ihr Kaffeekiosk hier. Können Sie auf den stolz sein. Und jetzt würde ich gerne hier einmal mit euch den großen Hangar bauen. So, und der ist wirklich groß. Da sollten dort 5 Fahrzeuge reinpassen. Im Gegensatz zu dem, nur 3 reinpassen. Und dann haben wir auf jeden Fall genug Fahrzeuge hier. Und dann möchte ich auch noch die Straße ausbauen. So, jetzt haben wir wieder einen Zwischenweg. Könnten wir hier machen. Würde aufgehen. Nein, kann ich mir nicht mehr leisten, wie sie mir sagen. So. Können sie hier durchfahren? Natürlich hoffe ich, dass sie ein bisschen gescheit fahren und nicht ein großes Chaos haben dann. Aber ja. Und blöd ist natürlich, dass ich hier das so gemacht habe und hier so. Aber ich glaube, so ist fast besser. Weil da können sie jederzeit abdrehen. Und hier müssen sie halt auf die Ausfahrt warten. Was dann halt doch ein bisschen länger dauern kann, ja. So, wir haben hier das neue System im Praxistest. Viel mehr Platz, also sie sammeln sich jetzt hier. Ist schon mal gut. Und First Class sammelt sich hier. 128 Minuten. Einfach das Hauptproblem ist, dass dann auch die Leute noch hier reinkommen und da durchlaufen. Deshalb entstehen dann wahrscheinlich Leute, die stehen bleiben. Und nicht mehr vom Fleck kommen. Könnte ich mir so vorstellen. Ansonsten, First Class ist drin, die holen noch Geld. Da laufen sie nach und nach rein. 90 Minuten für 100. Sollte eigentlich reichen. Oh, das ist der große Hangar also. Ja, warum denn nicht? So. Machen wir mal Baggage Car.
Was der hier bringt, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wir nehmen einfach mal so eine. Gut. So. Dann haben wir jetzt insgesamt da drei und da drei, also 6 Fahrzeuge für 5 Felder. Aber es kommt ja bald noch ein 6. Feld hinzu. Da regnet es, aber... Also auf jeden Fall der Ticketing-Bereich... Immer wenn ich hinschaue, ist der Ticketing-Bereich leer. Das ist schon mal sehr gut. Das hängt auch daran, dass wir die besseren Busse haben, der bessere Zug. Die Leute kommen dadurch früher. Er ist hier der Bodyscanner das Problem. Aber jetzt auch nicht so das Mega-Problem, glaube ich. So, der hier. 20 Minuten, 2 Leute fehlen. Einer ist gerade am Einsteigen und der andere... Will wieder mal nicht, oder wie? Es darf uns einfach nicht mehr passieren, dass hier einer so endlos stehen bleibt. Das darf uns nicht mehr passieren. Hier fällt auch eine Person. Die hier drüben steht. Ich habe keine Ahnung, was die da steht. Schon bald nervig, ehrlich gesagt. So, der soll fliegen, sage ich mal. Wir haben ja nichts Annulliertes oder so, oder? Ne, sieht gut aus. Okay. Was habe ich jetzt? Ah, ich habe für die 3 gebaut, genau. Erstmal zahle ich aber das hier zurück. Und wir bauen mal... Erstmal nichts. Ich lasse die Zeit an, also es wird noch ein bisschen laufen während den Folgen, so 2 Minuten oder so. Kommt auch noch ein bisschen Geld rein. Und bei der nächsten Folge wollen wir dann weiter ausbauen. Aber das Ding ist, wir werden nicht weiter gehen, als dass wir hier vorne irgendwo Probleme kriegen. Also viel weiter als das glaube ich nicht, dass wir hier kommen. Und das Ziel wäre dann, dass wir zum Beispiel hier nochmals eine Startbahn hinsetzen können, so. Dass wir mehr Flieger hierdurch auch annehmen können und verteilen können. Also kommen hier noch 2. Denke ich mal so hin. Ja. Planen können wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und bis dahin. Nochmals der neue Hangar. Tschüss.